euch gemütlich gemacht? Dann kann es ja jetzt losgehen mit... Juhu, Raketen, wie geht es euch? Wie war eure Woche? Wir hatten heute einen sehr aufregenden Tag. Heute ist Donnerstag und heute war der erste Kita-Tag von Nikolas. Und ich glaube, ich war mehr aufgeregt oder ich war die, die am aufgeregtesten war von allen hier in der Familie. Aber ich hätte mir keinen Kopf machen müssen. Also Nikolas hat es so toll gemacht. Wir machen diese Eingewöhnung ja nach dem Berliner Modell, was bedeutet hat, dass wir heute nur eine, ich glaube, halbe Stunde waren wir insgesamt nur dort. Nikolas durfte dort in einem Raum spielen, da war so ein Bällebad und so ein bisschen was zum Klettern und die Erzieherinnen haben dann ein paar Spielsachen vorbereitet und das war sehr schön, weil es heute eben nur darum ging, so diesen einen Raum kennenzulernen, sich insgesamt dort wohlzufühlen und vielleicht auch schon so ein bisschen den ersten Kontakt mit den Erzieherinnen zu haben und da war Nikolas super entspannt und da haben auch die Mädels gesagt, so man merkt ihm schon an, dass er eben auch schon an andere Erwachsene gewöhnt sich schon an andere Erwachsene gewöhnt hat, dadurch, dass er ja eben eine Nanny hatte und Au-pair hatte. Also sprechen wir grundsätzlich schon mal von einer ganz anderen Ausgangslage als eben damals mit der Tagesmutter und drückt uns die Daumen, dass es genauso gut weitergeht. Ich freue mich schon sehr auf morgen, da gehen wir jetzt eben nochmal hin und dann ist ja Wochenende, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, kommt die Sonne ein bisschen durch? Kann sein, dass ich jetzt... Ich habe heute jetzt durch die Kita-Eingewöhnung, habe ich jetzt heute ein bisschen später mit TGIF angefangen. Jetzt kommt hier schon die Sonne ein bisschen durch. Ich habe den Sonnenschutz runtergemacht. Wir haben da oben auch so ein Sonnenverdeck, aber die Sonne kommt jetzt gerade durch die Lücken irgendwie durch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich freue mich also, dass der erste Tag so weit entspannt war. Und Leute, soll ich euch sagen, ich freue mich jetzt auch wirklich, dass März ist und dass hier alles wieder so seinen normalen Gang geht. Es ist zwar schön, wenn man irgendwie so Zeit gemeinsam hat, aber wenn man nur Zeit gemeinsam hat und keiner mehr irgendwie sich um andere Sachen kümmern muss, ist es nach einer Zeit auch komisch. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr euch das vorstellen? Selbst wenn ihr Multi-Milliardär seid, würdet ihr aufhören zu arbeiten? Also, ich könnte mir das nicht vorstellen. Naja, aber schreibt mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Kommentare ist auch das Stichwort. Ich habe mir natürlich diese Woche auch wieder alle Kommentare durchgelesen und mich riesig gefreut, weil ihr so viele schöne Sachen geschrieben habt. Unter anderem habe ich mich auch ganz besonders über das hier gefreut. Typisch Sissy schreibt, ruf mich an. Liebe Sissy, ich habe mich so gefreut, diese Woche mit dir telefoniert zu haben. Und ich habe auch mal wieder gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell man sich auch so irgendwie aus den Augen verliert. Also ich glaube, Sissy und ich haben uns das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren gesehen und hatten damals auch gesagt, so Mensch, müssen wir uns mal wiedersehen. Zack, sind 4 Jahre schon wieder vorbei. Also man muss sich da wirklich zusammenreißen und auch diszipliniert sein, was sowas angeht. Und sich auch immer wieder mal auf einen Kaffee verabreden, weil es einfach so schön ist. Es war so schön, mit Sissy zu telefonieren und ich habe eine gute Nachricht heute. Ich glaube, die Sissy und ich werden das Draw Our Relationship Video gemeinsam hinkriegen. Wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt an Ostern, da bin ich sowieso am Bodensee bei meinen Eltern und ja, wollen mal ein Käffchen trinken gehen und dann gucken wir mal, wie wir das eben gemeinsam umsetzen können. Marie schreibt, Mann, oh Mann, deine Wetterraketen sind bisher voll jung gewesen, abgesehen davon, dass sie es wirklich gut gemacht haben. Und dann schreibt auch noch Regina unter 15, da muss ich doch glatt nachfragen, bin ich mit 35 zu alt oder gibt es hier noch mehr so Omis wie mich? Wenn hier jemand eine Omi ist, dann ja wohl ich mit meinen fast 38 Jahren. Ich sehe ja auch in meiner Demografie immer, woher ihr kommt, wie alt ihr seid oder zumindest in welchem Alterskorridor ihr euch befindet. Aber an alle, die, sagen wir mal, über 30 sind, ihr könnt ja jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, dann kriegen wir hier mal so ein Gefühl dafür, wer unter 20 ist und wer über 30 ist. Aber ich weiß, es sind einige. Einige zwischen 25 und ich glaube 34, die auch meine Videos schauen. Alessa schreibt, Hu, Nela, ich versuche es hier nochmal. Hatte dir eine Nachricht geschickt, weil ich deine älteren Videos nicht mehr sehen kann, was sehr schade ist. Ich hatte dein Rezept für die Seelen nachgebacken und das gefiel mir so gut. Nur leider kann ich es nicht mehr finden. Gibt es eine Möglichkeit, dass du mir das schickst? Weil ich möchte kein anderes Rezept. Liebe Alessa und liebe alle anderen, ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch mal so ein paar alte Videos gelöscht, wo ich mir auch denke, ach, guckt sich das überhaupt noch irgendjemand an? Aber das Seelenrezept kann ich dir natürlich auch sehr gerne hier in der Infobox nochmal posten. Sofern ich es finde. Wir haben ja jetzt mit unseren Büchern und so, wir mussten alles hier so ein bisschen umsortieren und ich hoffe, ich weiß, es ist in einem kleinen Büchlein mit veganen Rezepten.
Ich werde schauen, wenn das Rezept in der Infobox ist, habe ich es gefunden. Wenn es da jetzt gleich nicht stehen sollte, dann muss ich selbst nochmal recherchieren. Jana schreibt, liebe Nela, ich finde alle Themen, die du in dem Video als Ideen angesprochen hast, toll und ich interessiere mich auch sehr für deine Meinung, weil sie immer fundiert ist und du sehr bedacht an alles rangehst und eine tolle und bewundernswerte positive Art hast. Aber ich würde mich auch total freuen, wenn du vielleicht ab und zu wieder ein Fashion-Video drehst. Verstehe natürlich, dass das nicht mehr so dein Alltag ist, wie zu den Zeiten, bevor Nikolas auf der Welt war, aber mir gefällt dein eleganter und gleichzeitig lässiger Kleidungsstil so gut. Du bist rundum eine so beeindruckende Frau. Selbst jetzt als Mama schaffst du es, trotz allem immer toll auszusehen. Ach Mensch, Jana, das freut mich immer total, wenn ich sowas lese, weil ich persönlich fühle mich ja gar nicht so. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen ich keine Fashion-Videos mehr drehe. Oder weil ich mir eben denke so, ey, wer will das denn sehen? Ich meine, wenn man diese ganzen jungen Hüpfer, hier jungen Hüpfer da draußen, um die 20 oder sogar noch jünger, wenn ihr da alle Fashion-Videos dreht, dann denke ich mir so, ach, wer will denn das sehen, was ich anhabe? Aber es gibt auch immer wieder ein paar, die sagen, man macht doch wenigstens ein paar Fotos mehr auf Instagram. Ich habe mir das jetzt auch fest vorgenommen. Laura, ganz tolles Video. Finde das mit dem Wetter so eine tolle Idee, weil auch wirklich jeder Zuschauer die Chance hat, in deinem Video zu sein. Und das ist echt schon eine Riesenehre. Eine Frage, ich muss mich im Moment sehr mit dem Thema Fernbeziehung auseinandersetzen. Hast du dazu eine Meinung, Tipps etc.? Schönes Wochenende und liebe Grüße. Liebe Laura, ich verspreche euch auch schon so lange ein Video zum Thema Fernbeziehung, weil ich ja auch weiß, wie das ist mit einer Fernbeziehung. Über 6000 Kilometer sogar, über 2,5 Jahre. Wir haben es irgendwie geschafft. Damals hätten wir auch nicht gedacht, was teilweise auch wirklich schwierig war. Ich meine, wenn man 6000 Kilometer entfernt voneinander ist und wie oft haben wir uns damals gesehen? Im Schnitt alle 6 Wochen. Also wir haben uns alle 6 Wochen immer nur für ein paar Tage gesehen, außer ich hatte halt die Möglichkeit, länger bei Christian zu sein, aber auch das war ja nicht so einfach, weil ich habe ja damals auch bei TAF angefangen und da könnt ihr euch vorstellen, so wow, riesen Fernsehsender, riesen Job irgendwie, Christian total eingespannt in seinem Job. Es war tatsächlich sehr tough. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt und wer hätte gedacht, dass wir irgendwann einen Hund zusammen haben, dass wir irgendwann ein Kind zusammen haben, dass wir nach fast 10 Jahren, also 9 Jahre später hier stehen. Ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Und ich glaube, das Wichtigste an so einer Sache, ich meine natürlich, ich werde dann ein ausführliches Video mal drüber drehen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass man sich nicht unter Druck setzt, dass man keine zu hohen Erwartungshaltungen hat, dass man die Zeit, die man gemeinsam hat, wirklich genießt. Und es ist auch mal vollkommen okay, wenn man 2 Stunden einfach nur auf dem Sofa sitzt und einen Film anschaut. Also man muss auch nicht immer so dieses Riesenbrimborium planen. Man kann einfach die Zeit gemeinsam genießen, egal wo man ist, was man macht, ob man nichts macht. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Fernbeziehungen sind keine leichte Sache, ist natürlich auch immer so eine Typfrage. Wir sind eigentlich überhaupt nicht die Typen für sowas. Wir finden auch Wochenendbeziehungen nicht so toll. Deswegen haben wir ja auch, als Christian dann in Deutschland war, eben sehr schnell geschaut, dass wir dann auch eben zusammen wohnen. Ich glaube, jetzt kurz zusammengefasst hier an dieser Stelle würde ich einfach nur sagen, so versuchen, diesen Druck rauszunehmen. Hanna Lu schreibt, so viele liebe Kommentare hier. Vor dem Upload hatte ich ein bisschen Angst. Mache ich vielleicht was falsch? Gibt es Hate? Mit sowas muss man ja immer rechnen. Aber alle sind so positiv und offen. Alle meine Zweifel sind verflogen. Wow, Nela, du hast eine so tolle und respektvolle Community. Ich bin geflasht. Und das merkt man gerade dann richtig, wenn man es am eigenen Leib erfährt. Du kannst dich echt glücklich schätzen. Liebe Hanna, vielen lieben Dank für dein tolles Feedback, was ich natürlich gerne an alle anderen weitergebe. Aber ich fand da eben einen Satz so toll, dass du nämlich geschrieben hast. Und das merkt man gerade dann richtig, wenn man es am eigenen Leib erfährt. Ich glaube, wenn man sich immer wieder mal so in diese Lage versetzt und wenn man sich auch überlegt, wie ist das denn, wenn man so Videos produziert, wenn man dann so viel Feedback bekommt, was vielleicht auch nicht immer positiv ist, so wie fühlt derjenige sich dann auch. Ich glaube, das kann man am besten nachvollziehen, wenn man selbst auch einmal in dieser Situation war. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle das so positiv seht mit dem Wetter und dass ihr da auch so Bock drauf habt. Ich habe jetzt auch nochmal die neuen Namen raussortiert und habe die auch in meine Liste eingefügt. Ihr könnt jetzt auch nochmal in der Infobox checken, ob euer Name dann auch dabei ist, wenn ihr das Wetter auch mal verkünden wollt. Falls nicht, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann natürlich auch wieder in die Liste mit aufzunehmen. Und diese Woche habe ich etwas ganz Besonderes für euch, denn die liebe Lisa, die ist gerade noch in England hat sie mir geschrieben und sie hat das Wetter für euch direkt dort aufgenommen und ich bin sehr gespannt, wie das Wetter jetzt in den kommenden Tagen werden wird. Hier ist meine Kollegin Lisa. Hello from Colchester. Ich bin hier im kalten England und leider wird es nächste Woche in Deutschland auch nicht wärmer. In Berlin beispielsweise haben wir Temperaturen bis 4 Grad, in Köln wird es sogar noch ein bisschen wärmer bis 11 Grad.
In München haben wir kalte Temperaturen von 6 Grad und am Bodensee steigen die Temperaturen sogar bis 8 Grad. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche und wir können ja nur hoffen, dass es bald wieder wärmer wird. Jetzt zurück zu dir, liebe Nela. Oh, Lisa. Ich kriege ganz Haut, wenn ich sowas sehe. Total schön gemacht. Vielen lieben Dank. Wir haben gerade gehört, Bodensee 8 Grad. Ich glaube, ich sollte vielleicht schon ein paar Tage früher am Bodensee fahren. Nächste Woche verkündet Dominik P. das Wetter einmal. Bitte schreibt mir doch eine Nachricht, entweder hier auf YouTube oder bei Instagram. Und dann freue ich mich sehr auf dein Wetter nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben. Ab nächster Woche, denke ich, wenn es nichts mehr dazwischen kommt, wird es wieder zwei Videos geben. Ich muss schauen, entweder Montag oder Mittwoch und auf jeden Fall den Freitag in TGIF, da sehen wir uns. Und ja, dann schauen wir mal, wie das jetzt alles weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, macht es gut, tschüss.